Tada, wir sind hier im Büro gelandet und machen jetzt am Computer weiter. Schau mal ein bisschen näher. Ja. Also, schmale Original, schmale Version mit super Leuchten. Das kann man ein bisschen, warte. Weil sogar die LED-Tagverleuchten machen wir ein bisschen nach oben. Ja, also schön eingebaut, nicht irgendwie einfach nur drauf und klatsch fertig, sondern einfach wirklich so, schon mit so kleinen Details. Ja. Auch die Klötze machen wir nicht einfach wie so ein Klotz gerade, sondern einfach, das wird so ein bisschen, kann man sich vorstellen, so ein bisschen... Herausstehend, oder? Was? Herausstehend? Ja, gut, das muss sowieso rausstehen. Hier wird es gerade, ja, gerade Wände, aber hier oben wird das so ein bisschen, jetzt übertrieben, aber so rund. Ja. Mhm. Wir wollen nicht, dass das so ein... So ein Klotz ist. So, weiter geht's. Breitbau. Schön. Seht ihr, das kann man jetzt richtig gut sehen. Ne? Die leuchten alle so perfekt. Die runden, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so wirklich. Ich hätte hier vielleicht sogar noch andere Stoßstangen gebaut. Nicht nur die Luftanlassrahmen, sondern ganz andere Stoßstangen mit so großen Luftanlässen. Ja. Und die LED-Leuchten und Tagverleuchten noch so quer. Das ist Auto. Wenn er wirklich von vorne kommt, dass er so ein Monster ist. Weißt du, wenn die Leuchten ihr mehr nach außen die sind, desto breiter wirkt das Auto, wenn das kommt. Das Auto ist schon sowieso so breit. Ja. Das hier macht das Auto schmal, weil das geht so und diese Wand macht das Auto natürlich so ein bisschen schmal. Und wir wollen mit den unteren Leuchten erreichen, dass das Auto wieder dicker bekommt. Weiter geht's. So. Hm? Das haben wir vorhin in der Produktion gesehen. Ja, die Spitzen habe ich von der Mitte mit dem Zirkel gemessen und so weiter. Und dann kann man da wirklich so, dass das links und rechts Tico-Taco ist und gleiche Position hat. Ne? Ja, kann man sehen. Wir machen auch so einen schönen Kennzeichenhalter, dass das wirklich auf die Stoßstange schön drauf passt und ja. Ich finde schon, das ist ein ganz anderes Auto. Das sieht man auch hier, da wird ein bisschen, was hier fehlt. Oder? Die Stoßstange ist hier ziemlich weit nach vorne und dann verschwindet die so. Ne? Und wir haben die ein bisschen gerade gemacht, dadurch wirkt er so ein bisschen wie so ein Panzer. Ja? Tschack, brutal. Also ich finde das schon sehr cool. Ist auch meine Meinung. Und ja, der Händler aus England hat das abgezeichnet und deswegen gehe ich davon aus, der hat auch schon sehr, sehr, sehr viele davon bestellt. Ja? Also wir haben sehr viele Vorbestellungen dafür, von ihm, nur für ihn. Und ja, wer aber so einen Nissan hat, kann sich auch gerne bei uns melden und wir machen den fertig. Ne? Ja. So sieht's aus. Haben wir was vergessen? Nee. Ich mache jetzt noch so krasse Unterschiede, warte, ich zeige euch was. Was ich mal mache, mache ich so. Und so, jetzt. Ich mache immer gerne das hier, Serie, und als Breitbau direkt. Dann ist der Effekt viel, viel, viel größer, ja? Mhm. Also. Original. Zum Beispiel, wenn ein Kunde zu uns kommt und so einen Umbau haben will, ob Einzelanfertigung oder weiß ich nicht, Mercedes GTS zum Beispiel und sagt, okay, wir haben aber ein blaues Auto im Internet, wie wirkt er in grün, in weiß, in schwarz, kann man alles bei uns machen. Wir fotografieren das Auto hier vor Ort, hier auf dem Parkplatz und machen verschiedene Designs, ja? Oder Farben oder Felgen ändern, wie auch immer, machen ein bisschen tiefer, nicht tiefer, was der Kunde will, das bekommt er. Also dieser Effekt ist natürlich Monster, guck mal hier. Ja, also ich finde, das sieht aus wie so ein A-Team-Wagen. Der in schwarz-matt, ja, wie unsere Messefahrzeuge in Essen. Also hier der Rolls-Royce und der Urus. Mhm. Genau, finde ich cool. So, jetzt sind wir mit dem Nissan Navara dran, mit der Motorhaube. Und zwar, auf der Motorhaube zeige ich euch gleich auf dem Bild, wie das ganze Design so fertig sein wird. Ja? Wie baut man quasi so einen Lufteinlass? Das wird im Prinzip ein Power Dome, was wir auf die originale Haube drauf tun. Ja?
Zuerst haben wir die Motorhaube mit Klebeband abgeklebt, komplett. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen geschützt, dass quasi der Lack oder sonstiges, was da drunter ist, so ein bisschen geschützt ist gegen leichte Kratzer oder sonstiges. Falls wir so zum Beispiel jetzt Schleifpapier so drauflegen, dass das nicht direkt auf dem Lack ist, sondern etwas geschützt ist. Ja? Darunter ist noch Folie, weil das Auto foliert war. Ist noch besser, ja? Da kann nichts mit dem Lack passieren. So, zurück zum Thema Lufteinlass hier, oder Power Dome. So, also zuerst nehmen wir wieder unsere, zuerst nehmen wir wieder unseren Schaum, ja, das ist sehr brüchig, ja, zack, und sehr, kann man gut schleifen, guck mal, sogar so, schon ist das drum, ja, kann man keine Ecken oder sonstiges erkennen, sehr, sehr, sehr schön zu verarbeiten, ne. So, dann baut man quasi das alles auf, ja, bis zu einem gewissen Punkt, wie hier. Hier und hier ist jetzt zurzeit unterschiedlich, ja, weil wir haben diesen Schaum hier drauf gemacht, also im Prinzip aus dem Schaum die Schablone gebaut. Danach haben wir den Glasfaser auf den Schaum drauf gemacht, ja, damit das stabil ist. Das wird sich quasi im Prinzip alles so hart verbinden mit der Motorhaube und mit quasi mit dem Schaum. Ja, wie wissen wir, dass das gerade ist, ja? Dass das wirklich auch die Rundung oder diese Ecke oder hier, was weiß ich, diese Linien sogar, ja? Wie werden die gemacht, dass die gleich sind? Und zwar habe ich mir zeigen lassen, ich bin nicht der Modellbauer bei uns, aber die Jungs haben mir das gezeigt. Dann machen wir zum Beispiel, hier ist eine Ecke hier, ja? Machen wir so, gleich mal so, dann nennt man sich einen zweiten Punkt zum Beispiel. So, was? Und mach zum Beispiel so. Und im Prinzip die gleichen Punkte muss man hier auch übernehmen. Auf jeden Fall, und das kann man sehr gut übertragen. Ja? Und hier mal rüber, zeige ich dir was. So, wie komme ich hier auf den mittleren Punkt? Ja, habe ich auch zeigen lassen. Es gibt sehr, 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 sehr viele Methoden, aber zum Beispiel hier ist eine Ecke. Ja? Und man hofft immer, dass die Autoindustrie die gerade gemacht hat. Ja? Da gehen wir zum Beispiel so. Also, und zeichnet hier einen Strich, ja, da geht man auf diese Ecke und zeichnet hier noch einen Strich und schon hat man wirklich von hier bis hier die perfekte Mitte quasi, und so geht man dann im Prinzip nach vorne, arbeitet man sich vor, ja, dass man die ganze Mitte hat, und von der Mitte kann ich zum Beispiel sagen, okay, jetzt will ich hier diese Linie machen. Dann gehe ich hier zum Beispiel, ne, und zeichne mir das so an. Wie diese Striche auch, zum Beispiel hier, hier, oh. Ja, also wie die ganzen Striche. Und im Prinzip überträgt man das von links nach rechts, dass das gerade ist. Ja, wir haben uns auch hier, die Jungs haben hier sich im Prinzip so ein paar Kreuze gemacht, so Anhaltspunkte. Da geht man natürlich auch, kann man alles kontrollieren, dass man zum Beispiel von hier, hier eine Linie hat. Ja. Dann zeichnet man das an, geht man auf die andere Seite und wieder die gleiche Linie. Ja? Das ist Modellbau per Hand. Ja? Viele machen das auch in Ton. Das ist so ein Material, so ein bisschen wie Knete. Ja? Da trägt man auf und kann man mit dem Hobel oder mit so einer Scherbe oder wie das heißt, kann man so ein bisschen abtragen. Ja? Wir machen es nicht, wir machen das auf diese Art. Zum Beispiel auch die Höhe. Ne? Hier haben wir sich zum Beispiel so Striche angezeichnet. Ja? Da kann man zum Beispiel so hingehen. So, zack, zum Beispiel. Ne? Hat man so viel, ist 4,5. Das war der erste Strich. Gehen wir wieder hier, ist 4,5. Ne? Und so überträgt man das nach und nach. Es ist ziemlich aufwendig, aber alles machbar, und die Ergebnisse find ich sehr gut von uns. Kann man alles im Prinzip nachmessen und so weiter. Ja? Es gibt natürlich manchmal wenn bei meinem fertigen Produkt so optische Täuschung, ja? Dass man denkt, ah, guck mal, das ist schief, nicht gerade, das ist etwas, ja, wellig oder sonstiges. Aber wenn man das alles überträgt, ja, manchmal wirkt das optisch einfach nur
nicht gerade, aber wenn man das vermisst, ist das perfekt gerade. So, auf jeden Fall. So viel zur Motorhaube. Ich lasse die Jungs jetzt arbeiten. Im Prinzip, die bauen das so noch, aber wollte ich auch sagen. Es bis Hälfte, also die Hälfte ist mehr oder weniger schon fertig, ja, die Linien und so weiter, sieht man auch hier. Ja? Und jetzt wird das quasi mit Spachtel, Glasfaserspachtel, wird das so aufgespachtelt, ja, bis das wirklich eine Fläche ergibt. Ja? Und danach ziehen wir das komplett mit dieser Matte. Das sind vier Glasfasermatten, haben wir auf die Haube draufgelegt. Ja, und da drauf, auf diese vier Matten, bauen wir diese Power Dome auf. Wir ziehen das nachher ab und im Prinzip können wir das dann alles wegschneiden und haben wir eine perfekte Aufliegerfläche, damit das alles wirklich tico-taco passt. So sieht's aus. Aufwendig. Aber weiter geht's. Das war die erste Woche von dem Nissan Navara. Im Prinzip, die Jungs sind ziemlich weit. Ich gehe noch kurz am Auto gucken und da können wir weiter schauen, wie weit die mit der Verbreiterung und mit dem Frontspoiler sind. Verbreiterungen. Jetzt natürlich muss man auch hier, komm ein bisschen näher, muss man sich die ganzen Abstände hier, ja, perfekt markieren, weil hier muss zum Beispiel, weiß nicht, 1 cm, 1,2, 1,4, 1,5, ja. Und genau das muss auf der anderen Seite auch passieren. Das macht man wiederum mit einem Zirkel, ja. Da geht man zum Beispiel an diese Ecke, zeichnet hier an, auf die andere Seite. Dann macht man von dieser Ecke, zeichnet man sich an, auf die andere Seite. Und dann hat man wirklich die perfekte Masse. Hier kann man auch gut sehen, dass man schon die Striche hier gezeichnet hat. Ne? Im Prinzip hier kommt noch so das Ding, was wir auch im Projekt hatten. Ne? Aber deswegen bis hier, deswegen wird das ja noch schön glatt geschliffen. Und das wäre soweit erstmal als Modellbau fertig. Wenn der Modellbau hier abgeschlossen ist, geht das zum Lackierer, ja, und wird noch gefüllt, geschliffen, dass da keine Löcher, wirklich die Linien perfekt gerade gemacht werden und so weiter. Und danach ziehen wir die Form ab. Also machen wir die Abdrücke von den ganzen Teilen. Also im Prinzip lässt sich sehen, das sind schon zwei Verbreiterungen fertig, ja, plus so ein kleiner Spoiler und die Haube. So, das war's hier von erster Woche Nissan Navara. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like, kommentiert ruhig meine Videos, ob gut oder schlecht. Ich freue mich immer. Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ne? Deswegen ja. Lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts hier von unserem Nissan Navara Projekt und allen anderen, was wir hier auf dem Kanal machen. Ne? Vielen Dank, bis dann. Ciao.